Herzlich willkommen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin, Medium und ich beherrsche die Kunst des Kartenlegens. Ich biete auch Beratungen an, auch Videoberatungen, selbstverständlich anonym. Und diese Aufnahme ist auch ein Videoberatung. Es geht gar nicht um meine Klientin, sondern ihren Herzensmann. Ich möchte keinen Namen nennen. Wir bleiben bei ihrem Partner oder Herzensmann oder Wunschpartner, wie auch immer. Die Situation ist, die sind über ein Jahr zusammen, aber durch die Gespräche gibt immer wieder Spannungen. Sie vermittelt, er möchte frei sein. Und die Momente, was sie zusammen erleben, ist aber schön. Dazu muss ich sagen, es gibt auch örtliche Entfernung. Und Veronique möchte wissen, woran liegt es, seinem Benehmen, auch seine Sprache, was auch immer wieder verletzend sein kann. Und seine Art, diese freiheitsliebende Art, aber auch die schönen Momente. Also sie kann das nicht einordnen und sie braucht Klarheit, sie braucht Orientierung. Und schauen wir die Geburtshoroskop an von ihrem Herzensmann, damit sie besser ihn verstehen kann. Liebe Veronique, ich grüße dich. Erstmal möchte ich mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken auch für diesen Auftrag. Dein Partner ist in Tierkreiszeichen Löwe geboren. Sein Mond steht in Tierkreiszeichen Stier und er hat Aszendent Tierkreiszeichen Skorpion. In diesem Moment, wo er geboren ist, ist der Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont aufgestiegen. Und dieser Tierkreiszeichen Skorpion gibt ihm die Kostüm für diese Lebensbühne. Damit ist er gekleidet, weil das ist sein Auftreten. So wird er wahrgenommen. Also hat ein Einfluss von auch in seine Persönlichkeit, sein Auftreten, wie sie sich gibt, von dem Tierkreiszeichen Skorpion. Natürlich sein Wesen ist Löwe. Liebt auch große Auftritte, ganz klar. Aber sein Mond, die Gefühle im Stier, braucht Sicherheit und Stabilität. Also zurück zu seinem Aszendent. Das symbolisiert den Geburtsmoment, den ersten Atemzug. Aber damit bleibt das Leben nicht stehen, sondern wir machen Lebensschritte. Das Leben bewegt sich. Und bei diesem Lebensschritt, bei diesem Bewegung haben wir Periode, Lebensperiode, 7-Jahren-Periode. Und er wechselt jetzt die Periode von Stier auf Tierkreiszeichen Zwillinge. Das heißt, bei ihm beginnt momentan ein neuer Lebensabschnitt, eine neue Periode, die Tierkreiszeichen Zwillinge. Ich habe auch dein Horoskop geschaut, bei dir beginnt auch diese Periode. Das kann auch bedeuten eine gemeinsame Zukunft. Das wird ihm heißen, dass er viele Kontakte hat, viel ist in Bewegung, aber begegnet sich, also er begegnet sich mit Saturn. Also, und Saturn wird ihm Lernaufgabe erteilen in dieser Periode und damit beginnt diese Periode. Das heißt, es ist bei ihm gerade aktuell, was startet. Er startet diese neue Periode und genau bei diesem Neustart in dieser Periode wirkt Saturn, erteilt ihm Lernaufgabe. Saturn steht in seinem Geburtshoroskop im Tierkreiszeichen Zwillinge. Also er muss etwas lernen und weil das hat mit seinen Gefühlen was zu tun, weil die Mond beeinflusst diese Lernaufgabe, auch die Sprache,
Die Merkur hat auch einen Einfluss, erlernt gerade kommunizieren und über Gefühlen offen und ehrlich sprechen. Und genau das ist die Lernaufgabe. Und das ist dieser Zeitpunkt, wo er momentan befindet. Dann schauen wir weiter. Er ist im Tierkreiszeichen Löwe geboren. Natürlich braucht eine Bühne die Bewunderung. Die Löwengeborenen stehen gerne im Mittelpunkt des Lebens. Das steht ihnen zu, das ist ihre Natur. Das sind die Veranlagungen. Und sie haben auch diese Ausstrahlung. Ein Löwe-Mensch kann man nicht übersehen. Und das ist auch sein Bedürfnis. Nicht nur das, sondern in diesem Bereich im Tierkreiszeichen Löwe befindet sich auch Venus. Das kann bei ihm bedeuten, dass er achtet auf die Erscheinungsbild, auch als Mann, schön aussehen, gepflegt, eine gepflegte Erscheinung. Die Mode ist ihm wichtig, liegt auch in seinem beruflichen Umfeld. Also das kann er beruflich auch ganz gut umsetzen, sein guter Geschmack und seine kreative Art, etwas zu präsentieren und gerade im Bereich Mode. Also das ist ihm auch sehr wichtig. Aber Venus bedeutet bei männlichen Horoskopen die Frau. Das muss nicht heißen, dass die Frau im Tierkreiszeichen Löwe geboren ist, überhaupt nicht, sondern er braucht eine Frau in seiner Seite, wo er glänzen kann, wo er bewundert, aber auch die Menschen auch bewundert, die Publikum. Also das ist auch die Veranlagung. Andererseits, genau hier liegt auch seine Verletzung, weil die alte Karma liegt genau in diesem Bereich. Weil exakt wo sein Sonne ist und sein Venus ist, im Tierkreiszeichen Löwe, steht bei seinem Geburtshoroskop die absteigende Mondknoten, alten karmischen Erfahrungen und auch Verletzungen. Das heißt, etwas hat ihn verletzt in früheren Leben, entweder eine Dame oder im Liebepartnerschaft wurde er verletzt. Und das sind die karmischen Erinnerungen. Nun, gegenüber liegt sein Mars. Im Tierkreiszeichen Wassermann. Er sucht einen Ausweg. Er hat immer noch diese Bedürfnis als Löwengeborenen wahrgenommen zu werden, im Glanz zu erleben, ganz glanzvoll zu erscheinen und auch die Dame in seiner Seite, obwohl er da Verletzungen erlebt hat in Vergangenheit. Dieser Bedürfnis ist da. Aber auch diese karmischen Erinnerungen sind auch da. Und ihr sucht einen Ausweg. Und die aufsteigende Mondknoten, die neue karmischen Erfahrungen, zeigen ihm den Ausweg. Und der Ausweg ist im Wassermann. Und du bist im Wassermann geboren. Dein Mars steht im Wassermann. Dein Venus steht im Wassermann. Und das ist sein Weg aus diesen alten karmischen Verletzungen. Und so kommt er im Gleichgewicht. Weil Mars und Venus stehen gegenüber wie die Waagschale. Und das beeinflusst sein Innenleben. Er kommt schnell aus dem Gleichgewicht und das muss er ausbalancieren. Und der neue Weg, wo er die Ruhe findet, die Stabilität und die Sicherheit, ist im Wassermann. Dazu noch, vielleicht symbolisch beschreibe ich, dieses Horoskop vergleiche ich immer wieder mal mit einem Baum. Ein Baum hat eine Wurzel und das Bauch braucht auch, weil das gibt die Halt, die Stabilität, die Halt. Und das ist der tiefste Punkt im Horoskop, die Verwurzelung, was ihm Halt gibt, wie in einem Baum die Wurzeln
verwurzelt zu sein, einen Halt zu bekommen. Und das ist der tiefste Punkt im Horoskop. Und weißt du, wo liegt sein tiefster Punkt im Horoskop, wo er die Halt bekommt, die Verwurzelung bekommt? In Wassermann. Und wenn er das bekommen hat, diese verwurzelt zu sein, weil so kann er dann stehen, dann wächst dieser Baum und blüht auf. Und dann kann er es die Löwe zeigen. Also die Frau, die richtige Frau, nicht eine Löwefrau, so ähnlich wie in Vergangenheit im alten Karman, sondern gerade die Wassermann-Richtung, wo er die Halt und Stabilität bekommt, die Frau bringt ihn im Glanz. Aber dass du als Frau auch Bewunderung bekommst von ihm, sei ein bisschen vertraut mit den Löwen-Eigenschaften als Frau, dich in Pracht, im Glanz zu bringen. Wie eine Diva, wo große Auftritte machst im Leben, weil er wird das präsentieren, er will mit dir angeben, mit dir zum Glänzen. Und wenn du das ihm bietest, dann ist stolz auf dich. Also als Rat, als Partnerin. Aber zum Verstehen, dass hier karmische Erinnerungen eine Rolle spielt, und das ist keine schöne Erinnerungen, sondern er wurde verletzt, sein Stolz wurde verletzt von einer Frau in alten Karma. Er hat aber diese Bedürfnis, als Löwengeborene natürlich bewundert zu werden. Er neigt auch dazu, von den Frauen diese Bewunderung zu holen. Und es handelt sich nicht um Fremdgehen, sondern er braucht die Bestätigung, dieser Spiegel von Frauen, dass er gut ankommt, dass er bewundert wird. Und da heilt seine alte Wunde. Und als Löwe, man braucht das noch zusätzlich. Aber hier alten karmischen Wunden stehen in sein Horoskop, ist das sichtbar. Wo er wirklich die Frau findet, wo ihm die Halt, die Stabilität gibt, das ist im Wassermann. Und das, was er lernt, weil das sind sein neuer Weg, neue Erkenntnisse und im Liebe auch neue Begegnungen. Und du bist diese neue Begegnung. Und diese Stabilität braucht er wie Luft zum Atmen, weil sein Mond steht im Stier, im siebten Haus. Genau im Tor des siebten Hauses, also im Deszendent. Und es ist nichts anderes als die Partnerschaftshaus, die Ehehaus. Er braucht die Ehe. Allerdings, Saturn spielt auch in diesem Bereich eine Rolle. Und Saturn erschwert ein bisschen die Wahl oder die Entscheidung zu treffen, Heirat. Aber er braucht die Heirat. Er war noch nie verheiratet, aber er braucht die Heirat. Und Saturn erteilt Lernaufgaben, besonders in jungen Jahren, aber in zweiter Lebenshälfte kann auch anderes wirken, gibt die Struktur, die Stabilität und die Sicherheit. Und ich bin davon fest überzeugt, er braucht die Ehe. Und das lernt er auch, weil Saturn hier erteilt ihm diese Lernaufgabe, dass er vollständig ist und glücklich ist in einer Ehe. Und das sind seine inneren Bedürfnisse, sein Gefühl, weil Mond ist der Gefühlszustand. Und diese Ehe wird auch kommen. Also das ist sein Innenleben. Und das ist sehr schön, sein Mond ist sehr schön bestrahlt. Also er hat ein schönes Gefühl. Du sagst es auch, er kann so liebevoll sein. Ja, das glaube ich auch, dass er sehr liebevoll sein kann. Und da kommt die Mond im Stier im Vorschein. Über die Tierkreiszeichen Stier herrscht Venus. Das ist die Harmonie, die Schönheit. Und das ist sein Innenleben. Und das habe ich so oft gesehen, das habe ich immer wieder dir erklärt. Dieser Mann hat eine ganz schöne Gefühl
Gefühlszustand. Und so astrologisch kann ich das auch bestätigen. Also er braucht die Sicherheit, er braucht die Stabilität, er braucht die Harmonie und er braucht die Partnerschaft, er braucht auch die Ehe. Und wenn die richtige Partnerin kommt und es geht in Richtung Wassermann, dann mit der Partnerin kommt auch alles im Glanz, auch seine Männlichkeit, sein Auftreten, seine Berufung und kann stolz seine Frau präsentieren. Und das ist deine Rolle hier. Also das ist dieser Stiermond, was auch sehr schön bestrahlt ist. Er hat da keine Hindernisse, keine nichts. Es ist eine fließende Energie. Er hat einen sehr schön bestrahlten Mond. Und er kann auch über Gefühle auch sprechen. Es muss nur öffnen. Er hat aber Spannungsaspekt auch im Horoskop. Und es ist nicht seine Liebe und seine Gefühle, sondern die Sprache. Und das ist heftig, die Sprache. Er muss lernen, sich richtig ausdrücken. Die Verbindung, wo diese Spannung entsteht, ist zwischen Saturn, wo auch eine Lernaufgabe erteilt bei den Sprachen, und Merkur. Was interessant ist, sehr interessant fand ich das. Sein Merkur steht im Jungfrau. Also er hat mal einen klaren Verstand. Er kann alles einordnen, aber er kann auch sehr kritisch sein und auch sehr kleinig. So ist die Neigung nun mal mit Merkur im Jungfrau. Und dieser Planet Merkur herrscht über die Tierkreiszeichen Jungfrau. Und Saturn steht in Verbindung zu seinem Mars. Und Saturn wirkt von Zwillingen, wo er die Lernaufgabe hat, auf die Sprache zum Achten. Und über die Tierkreiszeichen Zwilling herrscht auch Merkur. Also Merkur herrscht auch bei Jungfrau, auch bei Zwilling. Und hier steht er in Spannung. Er hat schon eine starke Merkur-Energie hier, aber er weiß nicht, welche Seite er sich ausdrücken soll. Wie ein Zwilling mit Leichtigkeit, spielerisch, humorvoll, offen zu sein oder als Jungfrau alles genau untersuchen, analysieren. Das ist zwei Art von Gedanken und zwei verschiedenen Art zum Sprache. Und er hat beides, er hat beides in sich. Und er weiß nicht, welche Merkur er nützen soll. Die Merkur selber steht im Jungfrau, also das ist schon die Neigung, zu kleinig zu sein, alles untersuchen oder kritisch zu sein, auch mit der Sprache andere zu kritisieren. Und dann kommen die verletzten Gefühle, weil das, was du erlebst, es kracht immer, wenn ihr miteinander kommuniziert. Wo du selber auch sagst, es ist mal besser, mal zurückziehen und gar nichts sagen, weil du lässt das auch nichts gefallen. Und du sagst auch deine Meinung und dann kommt als Reaktion, wir haben erlebt, gestern hast du mir was erzählt und was war da? Der ist schlagfertig, er hat starke Merkur. Trotzdem ist die Lernaufgabe da, die richtigen Wortwahl. Und darum geht es auch, weil du fühlst dich verletzt, weil er spricht mit dir manchmal, nicht immer, aber manchmal respektlos. Und du hast dieses Bedürfnis, diese Wertschätzung von ihm bekommen und er lernt kommunizieren. Also das ist die große Lernaufgabe. Hier entsteht ein Spannungsfeld bei ihm, eine innere Spannung. Und das muss er ausgleichen, ausbalancieren und auch lernen. Und gerade wenn sein Lebensschritte, gerade in diesem Schritte bewegen, im Tierkreiszeichen Zwilling, was ich Anfang gesagt habe, dann ist das auch aktiv. Gerade weil momentan lernt es und mit wem lernt er das zum Kommunizieren und richtig zu kommunizieren, mit dir lernt es, wenn du alles ihm gefallen lässt, dann lernt er das nicht. Wenn du sagst, wie du darüber denkst und dass dich das verletzt
und du verlangst Respekt, dann muss er lernen, weil er liebt dich. Ich bin sicher, dass er dich liebt. Also dann lernt er das. Das heißt nicht ihm was vorschreiben, sondern darum kümmern, dass mit dieser Sprache bei dir nicht ankommt. Du musst ihm Grenzen setzen. Also das ist die Sprache. Und da ist die Spannung. Dann gehen wir weiter. Uranus ist der Planet, wo plötzliche Veränderungen hervorruft, unerwartete Ereignisse, Umbrüche und Veränderungen. Und dieser Planet Uranus, es ist zwar nicht im Bereich persönlichen Planet, aber hat schon seine Wirkung, steht in Waage. Bei Tierkreiszeichen Waage geht um Gerechtigkeit, aber oft auch um Partnerschaft, weil das ist das Tierkreiszeichen, was die Partnerschaft symbolisiert. Also wir gehen Bereich Partnerschaft. Es ist zwar nicht im siebten Haus, was zur Partnerschaft zugeordnet ist, aber die Tierkreiszeichen Waage hat eine Analogie zu Ehe und zum Partnerschaft. Und genau hier die Uranus-Energie, die Veränderungen, mal in andere Richtung denken, dass er mal heiratet, weil er braucht die Ehe und er war noch nicht verheiratet und er muss seine Einstellung ändern. Und genau diese Veränderungen, dass er seine Einstellung ändert zu Partnerschaft, zu Ehe, da bewirkt Uranus etwas. Und das ist auch aktiviert gerade, nicht weil Uranus hier im Tierkreiszeichen Waage bewegt sich momentan, sondern im Augenblick, jetzt, zur Zeit, bewegt sich Uranus gegenüber in Tierkreiszeichen wieder. Das heißt, Uranus zur Zeit mit der jetzigen Bewegung spiegelt ihm etwas. Überlege mal, du brauchst die Ehe ändern, die Einstellung zu deiner Ehe. Er bekommt diese Spiegel und du als Partnerin, die aktuelle Partnerin auch, spiegelst du zurzeit ihm. Ich bin die Frau, wo eignet sich als Ehefrau zu sein. Er muss aber in diesem Spiegel schauen und das sieht er auch. Und was passiert dann? Er stoßt dich weg. Dann zieht dich an und dann stoßt dich weg. Dann zieht dich an und dann stoßt dich weg. Wie du auch sagtest, er holt mich von der Schublade, wenn er mich gerade braucht. Was ist der Grund dazu? Ich kann den Grund erklären. Also Fakt ist die jetzige Uranus-Bewegung aktiviert bei ihm ein Bereich und das ist die Einstellung zu Ehepartnerschaft. Das Leben spiegelt ihn und du als seine Partnerin natürlich gerade ist, erscheint in sein Leben. Er sieht dann dieser Spiegel, sieht dich und kommt auch zu dieser Idee, weil die Bedürfnis ist sehr stark, weil er will heiraten. Und das sagt sein Mond im siebten Haus. Und das siebte Haus ist die Ehehaus. Und da fühlt er sich wohl. Braucht diese Stabilität. Stier, er will das im Besitz nehmen. Stier nimmt etwas im Besitz. Und da findet seine Gemütlichkeit und da findet seine Ruhe in die Ehe. Also dieser Bedürfnis ist in jedem Fall da. Das Leben spiegelt ihm das auch. Er sieht es auch. Und warum stoßt das alles weg und warum läuft er davon? Das hat zwei Gründe. Die eine Grund, dass er im Tierkreiszeichen Waage, wo in seinem Geburtshoroskop auch Uranus steht und momentan die bewegende Uranus gegenüber ihm wieder. Aber jetzt sprechen wir über sein Geburtshoroskop. Also in seinem Geburtshoroskop befindet sich Uranus im Waage. Und da zeigt ein Signal, du änderst dann in dein Leben deine Einstellung zu Ehepartnerschaft, weil du das brauchst. Und welche Verbindung steht Uranus hier im Waage?
mit Lilith. Und diese Lilith-Energie habe ich dir erklärt, weil vor ein paar Tagen habe ich dein Geburtshoroskop angeschaut. Du hast auch die Lilith-Themen. Das sind diese Energiefeld. Das ist die Mondumlaufbahn, die weiteste Punkt, was die Mond überhaupt erreichen kann, aus der Erde aus gesehen, und dann dreht sich um und dann nähert sich zu der Erde zurück. Und dieser Schnittpunkt heißt Lilith. Ein Energiepunkt, ein Energiefeld. Und wir bekommen dieses seltsames Gefühl, die tiefe Wunsch oder wiederkehrende Wunsch und wiederkehrende Sehnsüchte. Bei ihm ist das die Partnerschaft und die Ehe. Diese Sehnsucht und die Neigung, das aufzugeben, davon zu laufen. Und das wechselt sich ab. Mal Sehnsucht, mal davonlaufen. Mal Sehnsucht, mal davonlaufen. Weil Lilith wirkt zusammen mit diesen Veränderungen, mit Uranus. Die sind in Konjunktion. Uranus hat eine Konjunktion zu Lilith. Das heißt, sie stehen im Tierkreiszeichen, Waage im gleichen Gradzahl, die wirken zusammen. Und bei jedes Mal, wenn Thema Veränderung gibt, wo sein Leben verändern muss oder sollte, dann kommt dieses Gefühl, ja, aber, ich habe diese Sehnsucht, aber ich traue das nicht zu. Oder ich will die Verantwortung nicht nehmen. Oder was ist dann, wenn das nicht gut geht? Und dann kommt noch etwas dazu. Das Licht gegenüber im Widder. Da sind seine Schmerzen und rückläufig, also alte Schmerzen. Warum läuft er davon? Weil er hat alte karmische Verletzungen. Und jedes Mal, wenn er auf die Ehe denkt, dann reißt alte Wunden auf. Und da braucht er Heilung. Und Chiron, wo dieser Schwachpunkt zeigt, da sind seine Schwäche, steht im Tierkreiszeichen Widder. Und Widder ist Neuanfang. Also er hat diese, ich würde nicht sagen Angst, aber das ist seine Schwäche bei Neuanfang, und das bezieht sich auf die Waage-Einfluss auch, auf die Einstellung zu Ehe oder eine Partnerschaft einzugehen, was für ihn stabil ist, oder eine Ehe einzugehen, ist sein größter Wunsch. Und er sagt auch sein Gefühl, sein Mond im Stier im siebten Haus. Also das ist schon sein Traum. Und dieser Traum könnte zur Erfüllung gehen. Und dann kommen alte karmische Erinnerungen hoch, wo er schlechte Erfahrungen gemacht hat, alte Wunden. Und er hat Angst von diesem Neuanfang. Und das sind die Thematik im Tierkreiszeichen wieder, wo er Heilung braucht. Er braucht Heilung, dass er das vertraut, dass es auch gut gehen kann und glücklich sein kann. Und da besteht seine Lernaufgabe, weil Saturn steht auch im siebten Haus. Und dieses siebte Haus ist die Ehehaus. Und das lernt er in seiner zweiten Lebenshälfte, nicht in jungen Jahren, sondern jetzt in seiner zweiten Lebenshälfte. Also das ist diese Lilith-Energie gegenüber seinem Chiron, wo Heilung braucht, wo ihn schwächt. Und jetzt gehen wir weiter. Das ist auch sehr interessant. Er hat Aszendent Skorpion. Und das ist sein Auftreten. Das ist diese Kostüme, was bekommt man im Geburt. Also er trägt dieses Kostüm, so wird er wahrgenommen. So sehen ihn die Menschen. Und das ist Skorpion. Und dieser Skorpion steht sein Jupiter. Und das ist schon Optimismus, auch Glück, immer wieder Glück im Leben. Also die Glück steht schon in seiner Seite. Und Jupiter hat auch eine Konjunktion. Und Konjunktion bedeutet immer, wenn zwei Planeten oder Sonne und Mond zusammen im gleichen Tierkreiszeichen, immer im gleichen Gradzahl stehen. Und dass ein gewisser Spielraum ist erlaubt. Man nennt es Orbis. Also ein gewisser Spielraum ist da
Interessant ist, dass sein Jupiter steht in Konjunktion mit Neptun und Neptun ist rückläufig. Aber Jupiter im Skorpion und Neptun im Schütze, beide im Grenzbereich und alles in seinen persönlichen Bereich, das ist die erste Haus. Das heißt, er hat das in seiner Persönlichkeit, beides. Und das ist eine gewisse Mischung. Das heißt, Jupiter bewegt sich vorwärts in Tierkreiszeichen Skorpion. Neptun bewegt sich rückwärts von Tierkreiszeichen Schütze in seinen Geburtsmoment, ist noch im Schütze, aber im Grenzbereich und kehrt zurück zu dem Skorpion. Und das prägt sein Auftreten, so zeigt sich als Mensch, so wird er wahrgenommen. Und was kann das bedeuten? Jupiter würde bedeuten, dass er viel Glück hat im Leben oder er strahlt Optimismus aus oder einen offenen Wesen. Diese Offenheit, das ist die innere Sonne, das erstrahlt was Sonnenhaftes aus, was die liebe Menschen, das macht ihn liebenswürdig. Und dann kommt dieser Neptun-Einfluss, wo rückläufig ist, immer zieht sich zurück in diesem Energie Neptun die Täuschung. Und diese Täuschung kann vieles bedeuten. Neptun ist ein mystischer Planet. Man kann nicht greifen. Alles, was mit Neptun zu tun hat, das ist eine alles volle Mystik. Und er hat diese Auftreten, diese Ausstrahlung, er ist undurchschaubar, so mystisch. Man weiß nie, was er denkt und fühlt. Oder einerseits dieser jupiterhafte, sonnenhafte, schon dieser strahlende wird er wahrgenommen. Dazu noch die Löwe, ist im Löwe geboren, das kommt auch noch dazu. Also er macht sich schon beliebt. Und dann kommt dieser Neptun, wo die Menschen nicht einordnen können. Und weißt du was? Er genießt es auch. Er genießt es, diese gewisse Schleierhafte in sich, dass die Menschen immer rätseln, was bei ihm so los ist. Und dieser Neptun hat viele Bedeutungen. Einerseits bedeutet Intuition. Dann bedeutet Inspiration, natürlich in den künstlerischen Bereich ist 1a. Dieser Planet kann viel helfen bei den Künstlern. Dann dieser Neptun ist etwas Mystisches, also in den spirituellen Weg ist auch ganz vorragend die Wirkung, die inneren Stimme, die Intuitionen, die Träume, die Traumbilder, die Fantasie, die Visionen, das hat alles Neptun-Einfluss. Aber es hat ein gewisser Schleier in sich bei diesem Neptun-Energie. Und das wirkt in seiner Persönlichkeit. Man kann ihn nicht durchschauen. Und wenn er ein bisschen klug ist, und das ist er auch, das nützt, dann weiß er, dass er das so wirkt. Er lässt das auch bewusst so steuern, mal undurchschaubar zu erscheinen. Er liebt es, wenn die Menschen ihn nicht durchschauen. Und Neptun kann auch täuschen, etwas vortäuschen oder kann man auch lügen. Und das ist nicht diese Bösartigkeit, überhaupt nicht, weil es schon ein reines Wesen. Die Löwesonne ist offen, die Stiermond ist auch harmoniebedürftig, liebenswürdig. Dann auch die Waage-Eigenschaften, es braucht Harmonie, die Jungfrau ist auch ganz korrekt. Also es ist nicht die Betrügerei, diese betrügerische, lügnerische Art, das ist nicht sein Charakter, sondern das ist ein gewisses Spiel. Und dann wechselt sich das zwischen Skorpion und Schütze, Skorpion, Schütze, Skorpion, Schütze, gehört zu seiner Persönlichkeit. Und das ist für ihn eine Art Spielchen auch, Spielchen, wann ist er undurchschaubar und das genießt er, wenn die Menschen so rätseln und nicht einschätzen können. Oder wenn etwas so vortäuscht, macht nicht, weil er Lügner ist, sondern
Das ist immer ein Spiel, ob das gelingt oder nicht gelingt. Und wenn das gelingt, boah, jetzt war ich clever. Und vielleicht später gibt es zu, du, das war gar nicht so, ich habe das als Spaß gemacht. Er nimmt das als Spaß. Und das kann man ihm gar nicht übel nehmen. Aber er hat diese witzige Art. Man muss nur seinen Humor verstehen. Also das ist diese Verbindung. Dann noch etwas Wichtiges. Das ist auch sehr wichtig, weil das trifft eure Partnerschaft, die Gespräche. Das habe ich erzählt, dass ein Merkur im Jungfrau steht. Das kann er kleinig sein, kann er auch sehr kritisch sein. Und da hat eine Lernaufgabe von Saturn, auf seine Sprache zu achten und sich anderes ausdrücken. Da hat einen massiven Themen und das muss er lernen. Und weil Saturn im siebten Haus hat, die Ehehaus, diese Kommunikation entsteht, diese Spannung immer mit der Partnerin oder wenn das um Ehe geht. Und genau das ist seine Lernaufgabe, anderes sich äußern, anderes sich ausdrücken. Das haben wir besprochen, dass er diese Spannung hat. Aber auf Merkur kommt noch ein gutes Einfluss auch vom Mond. Und das ist aber auch vielleicht sehr schön, für die Partnerin ist auch sehr schön, wie du bist damit betroffen, natürlich. Sein Merkur, und das ist die Planet, die Kommunikation, hat nicht nur von Saturn dieser Spannungsaspekt, sondern eine sehr schöne fließende Energie von Mond. Er hat einen schön bestrahlten Mond. Und Mond ist die Mutterbild, wahrscheinlich eine sehr innige Verbindung zur Mutter. Und bedeutet auch, seine Seele, seinen Gefühlen, eine schöne Gefühlswelt. Und er braucht innerlich, braucht immer die Ruhe und diese Harmonie. Deswegen ist auch die Bedürfnis, in Partnerschaft und in die Ehe zu leben. Es wurde ausgerissen davon im alten Karma. Ich verbinde das mit alten karmischen Erinnerungen, dass ihm das sehr schmerzhaft war und er hat Angst, nochmal das zu wagen, in dieses Risiko einzugehen. Aber Mond, zurück zum Sprache, Mond und Merkur stehen eine sehr, sehr schöne Verbindung. Mond im Stier, Merkur im Jungfrau. Beide Tierkreiszeichen gehören zu Erdeelement. Und wenn Erdeelement mit Erdeelement in Verbindung steht, so wie hier Jungfrau und Stier, Mond und Merkur, dann stehen das in Harmonie. Das heißt, auch wenn das zwischen euch beide kracht. Und das passiert immer wieder mal. Er beruhigt sich wieder. Und er braucht auch diese Ruhe. Entweder gibt er dann nach und sich entschuldigt. Oder hat diese Bedürfnis, dass die Partnerin entgegenkommt. Weil er hat diese Verlangen nach Harmonie, sonst findet seine Ruhe nicht, sonst kriegt er Kopfschmerzen, geht es ihm schlecht, bedrückt ihn, solange bis das nicht harmonisiert wird. Und dann kommt die Ruhe und das braucht er auch. Also das musste ich auch noch dazu sagen. Chiron habe ich gesprochen, hat eine rückläufige Chiron und das ist wieder alte karmischen Erinnerungen. Diese Rückläufigkeit zeigt etwas an von Vergangenheit. Und das im Wider ist immer Neuanfang. Er hat Angst von Neuanfang, etwas Neues zu wagen, etwas Neues zu starten. Und da braucht er Heilung, weil Chiron zeigt immer den Punkt an, was uns kränkt. Entweder Krankheit. Und das kann bei ihm auch passieren, dass er, wenn ihm etwas bedrückt, Kopfschmerzen bekommt, weil das im Tierkreiszeichen Widder ist. Und die Tierkreiszeichen Widder ist astromedizinisch zum Kopf zugeordnet. Also er bekommt Kopfschmerzen. Und Chiron zeigt an, all das, was uns kränkt, kann auch Krankheit sein. Also er ist eher dann, wie ich schon sagte, mit Kopfschmerzen betroffen, wenn ihm etwas bedrückt. Nun, bei dieser Chiron-Energie ist wichtig die Heilung. Er braucht Heilung, dass er mutig ist, etwas Neues zu wagen. Und das, was er lernt,
das zu wagen, das betrifft die Entscheidung für die Ehe. So, dann schauen wir an, welche Sternen haben Einfluss auf sein Horoskop, und das ist auch eine zusätzliche Information. Es gibt geheime Tore im Horoskop. Jeden Lebensbereich öffnen wir mit einem Tor. Das ist so mein Begriff dazu. Und diese geheime Tor zu der Liebe, Partnerschaft und die Ehe, das nennt man Deszendent. Und da in diesem Bereich spiegelt sich etwas für uns Partner oder Partnerin, je nachdem, ob das weibliche Horoskop ist oder männlichen Horoskop, das ist die Toröffnung zu die Partnerschaft. Und genau in diesem Tor befindet sich sein Mond. Das heißt, er hat ein ganz starkes Bedürfnis, in eine Ehe einzugehen. Und die Wunsch auch, dass eine Dame diese Tor öffnet bei ihm, sein Herz berührt, seine Seele berührt. Weil das ist für ihn auch die beruhigendes Gefühl. Da findet er oder da sucht seine Seele, sucht diese Stabilität, diese Halt. Und dieser Tor wird bestrahlt, also der Tor, der geheime Tor für seine Ehe zu seinem Partnerschaft wird von Hamal bestrahlt. Und dieser Hamal, dieser Stern Hamal bedeutet kalte Feuer. Um etwas zu kämpfen, das ist auch die Lebenskraft, diese Kraft zu zeigen, mit anderen Worten, um diese Frau zu kämpfen. Es ist vielleicht widersprüchlich ein bisschen, weil kein Mensch möchte in die Liebepartnerschaft kämpfen. Jeder wünscht sich, dass es harmonisch, ruhig verläuft. Und er hat das Bedürfnis, um diese Frau zu kämpfen, weil hier wird diese Tor bestrahlt von Hamal, die kalte Feuer. Und das ist widersprüchlich auch, weil ein Feuer kann nicht kalt sein, weil ein Feuer ist heiß. Also denk immer, das ist die Dame, wo ihn erreicht, um ihn diese Tor öffnen kann zu die Partnerschaft, zu die Ehe. Diese widersprüchliche Art von einer Frau, die kalte Feuer. Was bedeutet das für dich konkret? Sei leidenschaftlich, zeig diese Feuer, dieses Temperament. Und wenn er dich verletzt, dann zeigt kalte Schulter, dann hast du diese kalte Feuer. Und genau das ist seine Herausforderung, weil das will er auch. Er will das haben, weil dann kann um die Frau, um sein Herzensdame kämpfen. Und da spürt er die Lebenskraft. Und das ist dein Magie. Und schauen wir weiter, welche Sterne wirken noch. In sein Sonne im Löwe wird auch bestrahlt von einem Stern, und dieser Stern heißt Algenubi, der Kopf der Löwen, und das hat er. Er setzt seine Wille durch. Also alles, was er im Kopf setzt, das setzt er durch. Und in sein Horoskop kommt erstmal die Löwe-Sonne, bestrahlt von Algenubi. Mein Kopf, da setze ich mich durch, und hinterher kommt Venus. Und das ist so sein Halten. Erst komme ich, bin ein Egoist, ich setze meinen Willen durch, ich setze meinen Kopf durch, und dann hinterher kommt die Dame. Und weißt du was? Die Damen, die das mitmachen lassen von ihm, haben bei ihm verloren. Denk an die Dame, wo dieser Tor für die Partnerschaft öffnet, die kalte Feuer. Und das bist du. Und nochmal etwas. Also, die Venus befindet sich auch im Löwe. Das kommt die Sonne hinterher. Erstmal kommt er und dann kommt die Dame, die Venus. Weil Venus ist die Energie, was die Damen betrifft, die weibliche Energie. Aber hat viele Bedeutung, auch Kunst, Kreativität, Harmonie, das kann er beruflich auch umsetzen, das habe ich auch erwähnt. Und sein alter Karma liegt auch in diesem Bereich.
die alten Karma. Und da sind seine Verletzungen. Ich könnte das so vorstellen, wie das abgespielt hat im Arte Karma, dass er immer seinen Willen durchgesetzt hat. Und die Dame in seiner Seite hat immer Ja und Amen gesagt. Bis mal die Dame, dass die Kragen geplatzt hat und hat gesagt, jetzt trenne ich von dir. Und dann kam das so plötzlich, weil damit hat er gar nicht gerechnet. Er war immer sicher, dass das immer alles klappt. Plötzlich, bumm, kam die Trennung. Das sagt mir mein Gefühl, so wenn ich die Sterne beachte, das etwa, ich kann das nicht genau behaupten, wie das früher abgespielt hat in einem früheren Leben, aber so etwa beschreiben, wie ich das so von den Sternen her vorstellen kann, dass dann zu einer Verletzung kam, sein Stolz wurde verletzt, er wurde der Verlassene, und da sind seine alten Verletzungen, aber die Dame eine Zeit lang mitgemacht hat, diese Rolle gespielt hat, ja, ich folge dir immer. Und genau, ich folge dir immer, Typ Frau, ist ihm langweilig. Das will er nicht. Sondern er hat ein anderes Bild von Frau. Er braucht eine Frau, wo er um diese Frau kämpfen muss, weil da spürt er seine Lebenskraft, seine Lebensenergie und auch seine Männlichkeit. Und das sind alles so karmischen Erfahrungen. Diese Venus und diese absteigende Mondknoten, also die Dame, diese weibliche Energie und seine alte Karma, hat auch einen Stern, wo das alles bestrahlt, seine alte karmische Erfahrungen. Akubens heißt dieser Stern und bedeutet Zuflucht, Versteck. Das heißt, er will das gar nicht ins Licht zu bringen. Er will das im Verstecken halten, diese alten karmischen Erinnerungen. Aber braucht eine Heilung. Und die Heilung, wo er seine Männlichkeit spürt, wo sein Mars ist, das ist im Wassermann. Das ist auch die Struktur, die Stabilität. Denk an diesen Baum. Da ist die Wurzel im Wassermann. Da ist auch seine Männlichkeit, der Mars. Da spürt er die Männlichkeit und da ist auch seine karmische Lernaufgabe. Und das wird auch bestrahlt von einem Stern, Wassermann. Dorsum heißt dieser Stern und es ist nichts anderes als die Rücken des Steinbocks. Hier überrutscht das Sternbild Steinbock im Tierkreiszeichen Wassermann, also wirkt im Bereich Wassermann, aber dieser Stern gehört noch zum Tierkreiszeichen Steinbock. Das ist die Rücken. Er braucht die Rückenstärkung von die Partnerin oder er gibt die Rückenstärkung oder beides. Du gibst ihm die Kraft, er gibt dir die Kraft und das ist die Verwurzelung hier im Wassermann. Und da ist die Rückenstärkung und genau das, was er sucht. Aber er möchte diese alte Frauenmuster, diese alte Erinnerungen, was bei ihm keine schönen Erinnerungen waren, das einfach loslassen. Er braucht eine neue Richtung und du zeigst einen anderen Typ von Frau. Und davon ist er begeistert. Natürlich, du hast auch deinen eigenen Kopf. Und erstmal kommt damit nicht klar als Löwemann, wenn du diese Bewunderung ihm nicht schenkst, dass er sich rebelliert, ganz klar. Aber genau das fasziniert auch und denkt immer wieder, diese kalte Feuer, das ist seine Herausforderung und das ist die Frau, wo er will. Weil seine Seele sagt, das ist die Partnerin und davon ist er begeistert. Wenn du immer das machen würdest, was er sagt, das würde, dann würdest du langweilig sein für ihn. So, sein Merkur, das sind immer wieder die Themen, Gespräche zwischen euch beiden. Natürlich, das ist die Planet für Kommunikation. Da liegt die Lernaufgabe, das ist die größte Herausforderung für ihn. Wird bestrahlt von einem Stern und diesem Stern heißt Zosma. Und das bedeutet ein Zwischenraum, also übersetzt heißt es Zwischenraum. Und bei der Arabischen, die haben einen anderen Begriff zu diesem Stern, heißt die Löwen zurück, also zurückkehren, mit der Sprache etwas klären. Und das ist der Einfluss von diesem Sternen.
Also erstes Mal bedeutet das in die goldenen Mitte finden, so Zwischenraum bei der Sprache, dass er das richtig einordnen kann, ein Feingefühl bekommt, wie er sich ausdrückt. Und die Löwe zurück als die arabische Bedeutung würde bedeuten, immer zurückkehren. Dieser Zosma ist ein Gürtel in Tierkreiszeichen Löwe, wirkt aber in diesem Bereich Jungfrau, wo sein Merkur besteht. Wie ich schon sagte, diese Tierkreiszeichen, sie verschmelzen miteinander, da gibt es keine exakte Abgrenzung. Und Zosma befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe, wirkt hier bei Jungfrau. Lilith, Energie habe ich gesagt, es ist diese Energiefeld, wo wir etwas wünschen, wiederkehrend, nicht nur so einmaliger Wunsch, sondern permanent daran denken und immer. Und das, was er wünscht, die Partnerschaft wünscht er, und die Waage ist es, aber immer dazu dieses Gefühl, oh, das kann ich nicht, das wird nichts, ich traue das nicht zu, ich habe Angst vor Veränderungen, ich habe Angst, wieder verletzt zu werden. Das sind immer die Entschuldigungen, damit man davon läuft oder das ablehnen möchte. Und dieser Lilith-Energiefeld wird auch bestrahlt von Windemiatrix. Und das wäre für ihn eine gute Botschaft, weil damit könnte er was verbessern in die Partnerschaft oder du als Partnerin. Diese Windemiatrix ist die Weinleserin und die Fruchtbarkeit Göttin, die Fröhlichkeit, das Fest, die Wein, die Tanz, die Musik, die Fröhlichkeit, Fruchtbarkeit symbolisiert dieser Stern Windemiatrix. Und das hilft bei der Partnerschaft, diese Lilith-Energie, diese Sehnsüchte anzunehmen und befestigen und nicht davonlaufen. Solche Lebensumstände helfen dabei, euch näher zu kommen, mal ein Glas Wein zu trinken, in ein Fest zu gehen, miteinander tanzen, die Fröhlichkeit genießen, in einem Fest teilzunehmen oder etwas, was mit Fröhlichkeit, mit Weinlese etwas zu tun, die Fruchtbarkeitsgöttin. Und das hilft, die Beziehung lebendig zu erhalten. Und dann verliert diese Ängste, weil das wäre für ihn die Heilung. Und dann traut er sich, das auch mal zu, in eine feste Beziehung einzugehen. Und nicht nur, weil das dein Wunsch wäre, sondern weil das ist sein Bedürfnis. Er braucht es. Er braucht es wirklich wie Luft. In Luft zum Atmen. So, diese Lilith-Energie wird nicht nur vom Windemiatrix bestrahlt, sondern auch von Saphir und es ist ein Glücksstern. So, und Saphir ist ein Edelstein. Und dieser Saphir ist, dieser Stern heißt Saphir und es bringt auch Glück. Das ist wertvoll. Das ist wertvoll. Und dieser Saphir und dieser Windemiatrix bestrahlt die Lilith-Energie, aber Uranus, damit hier eine Veränderung kommt. Und weil das alles im Tierkreis seinen Waage abgespielt, geht es natürlich um die Partnerschaft. Sein Neptun habe ich schon erzählt, weil das gehört zu seinem persönlichen Planet, steht im ersten Haus, das ist die Persönlichkeit, die auftreten, wie er wahrgenommen wird. Wird auch bestrahlt, diese Neptun-Energie von Schlangenträger und diese geheimnisvolle, bisschen trügerische Art, was bei ihm nicht aus Bösartigkeit kommt, sondern eher vom Spiel, weil er legt großen Wert auf Gerechtigkeit. Jupiter steht auch hier in Verbindung, also er möchte niemanden betrügen, sondern er ist für das Recht. Also er kämpft auch um Gerechtigkeit. Er hat es nicht vor, irgendjemand betrügen oder etwas vorzutäuschen. Trotzdem ist die Neigung da, wie ein kleines Spielchen zu beobachten, ob die Menschen drauf einfallen oder nicht. Und wenn er gewinnt und die haben diesen Trick oder diese nicht durchgeschaut haben, dann bestätigt ihm, dass ich bin undurchschaubar. Manchmal vielleicht auch das Wunsch, jetzt mache ich mich mal unsichtbar. Also das wäre die größte Spiel für ihn, wenn
auf Hokus Pokus sich so mal geschwind unsichtbar machen würde, ich glaube, daran hatte er einen Riesenspaß und dann wieder sich sichtbar machen. Und das ist für ihn das so ein bisschen so Reiz oder Spielchen, die Menschen, die Reaktion, die Menschen zu beobachten, ob das, sie da reingefallen sind, ob er clever genug war. Oder erscheint er wieder so unsichtbar und dann blicken die Menschen nicht, was er macht, denkt und das stärkt ihn, das macht ihm das Leben, das genießt er einfach. Aber dieser Neptun im ersten Haus, obwohl er gut bestrahlt ist hier, also ich sehe da keine Spannungen und wie gesagt auch keine betrügerische Art von ihm. Das ist eher ein bisschen Spielchen, was er mit Humor betrachtet und die, wo ihn wirklich kennen sollen, auch mit Humor das nehmen. Das muss man ihm nicht übel nehmen. Aber dieser Neptun-Einfluss kann auch von außen kommen, dass jemand versucht, ihn persönlich betrügen und da hat eine Art wie ein Detektiv. Er kann das ganz genau einordnen. Er hat gute Menschenkenntnisse. Und es wird diese ganze Energie hier, Neptun, Jupiter, was zu seiner Persönlichkeit gehört, hier im ersten Haus, wird von dem Schlangenträger bestrahlt. Und der Schlangenträger hat auch eine Geschichte. Er musste ein Kind heilen, wo im Honigtopf reingefallen ist, der Königssohn. Und dieser Schlangenträger ist der himmlische Arzt Asklepios und heilt das Kind. Und dann kamen zwei Schlangen. Die eine trägte die Heilkräuter in sich, die andere die Gift und die Schlangenträger musste Entscheidung treffen, heilt das Kind mit dem Heilkräuter oder nimmt der andere Schlange, wo die Gift in sich trägt. Und natürlich, das war sehr verantwortungsvoll, aber der Schlangenträger hat dann die richtige Entscheidung getroffen. Er hat mit dem Heilkräuter das Kind gerettet. Und das ist seine Gabe, wenn Einflüsse kommen von außen. Und jemand versucht ihn betrügen oder lügen. Er hat die Gabe, wie ein Detektiv zu erkennen. Er schaut hinter den Masken die Menschen und erkennt das auch. Wer will ihn betrügen und wer nicht? Er kann das unterscheiden. Oder wer lügt und wer lügt nicht. Und das beobachtet auch, weil da spürt er auch diese Begabung und diese Begabung, gerade mit diesem rückläufigen Neptun, kann auch vom früheren Leben kommen. Wo er Heilung braucht, das ist die Wiederenergie. Heilung bei Neuanfang. Jetzt nicht bei Kleinigkeiten, sondern wenn es um schicksalhafte Entscheidungen handelt. Einen Wohnort wechseln oder eine Ehe einzugehen oder beruflich was zu verändern. Diese schicksalhafte Veränderungen, davon hat er Angst. Und das sind seine Schwäche. Wir alle haben Stärke und Schwäche und genau daran liegt seine Schwäche. Und da braucht er Heilung, dass er diese Unsicherheit oder diese Angst von Neuanfang verliert. Diese Chiron-Energie wird auch bestrahlt von Alperaz. Und diese Alperaz befindet sich bei Sternbild Andromede, das ist die gefesselte Königstochter, die Tochter von Cassiopeia und wurde gefesselt von dieser Seeungeheuer, dieser Walfisch, bis dann Perseus kam und befreite Andromede. Und das symbolisiert unsere Ängste. Und das ist das, wo er die Schwäche hat, was ihm kränkt. Er fühlt sich wie Andromeda gefesselt zu sein in diesem Felsen bei Neuanfang, immer wenn es um Neustart geht, bei Wiederenergie, etwas Neues zu wagen. Er bekommt Angst und diese Alperaz von Andromeda bestrahlt und das ist eine Botschaft, bringt da Heilung, befreie dich von die Ängste. Weil wenn du diese Ängste befreist und mutig bist, etwas Neues zu starten, da bekommst du Ehre und Reichtum. Und das würde ihm schon die Ehe bedeuten.
Dann noch ein Hinweis. Saturn erteilt uns Lernaufgabe und Saturn ist auch die Planet, die Schicksal und der Hüter der Karma. Bei ihm befindet sich im Geburtshoroskop im Tierkreiszeichen Zwilling. Und genau da macht er gerade seinen Lebensschritt, weil beginnt bei ihm die Zwillingsphase. Und diese Saturn wird auch bestrahlt vom Prima Hyadum. Prima Hyadum befindet sich bei Hyaden. Und das sind die sieben Geschwister. Das sind die Töchter von Atlas in Mythologie. Gibt es die Hyaden und die Plejaden. Und Prima Hyadum, wo Saturn bestrahlt, ist bei Sternen die Hyaden. Das sind die Geschwister, die sieben Geschwister, und sie trauen an ihren Bruder. Die Bruder ist in Brunnen gefallen, und diese Schwester, die Hyaden, haben die Tränen, weil sie trauen an ihren Bruder. Was kann bei ihm hier das bewirken bei seiner Lernaufgabe? Wenn er sein altes, diese Muster, diese, ich bleib alleine, ich brauche keine Ehe, ich will keine feste Beziehung, ich genieße meine Freiheit. Das ist seine Lernaufgabe, diese kleine Bruder in sich im Brunnen fallen zu lassen. Und wagen einen Neuanfang und sagen, jetzt bin ich erwachsen, jetzt lebe ich die Partnerschaft und die Ehe, weil das ist seine größte Wunsch und seine größte Bedürfnis auch. Und da liegt die Lernaufgabe, dieser kleine Bruder im Brunnen fallen zu lassen. Aber diese Schwester, diese Hyaden, Tränen, haben die Tränen, die trauern. Natürlich kommt bei ihm, auch wenn ich mein altes Ich aufgebe, dann kommen bei mir die Tränen, weil das tut mir weh. Aber das ist ein notwendiger Schritt, weil das ist seine Heilung. Dass dieser alte Bruder oder alte Wesen, hier bei Hyaden geht es, dass ihrem Bruder ist im Brunnen gefallen und die Hyaden weinen und trauern um ihren Bruder. Und bei ihm könnte ich sagen, ein Teil von ihm, was er festhält, dieser frei zu sein, alleine zu sein, Lebensart, ich bezeichne es als seine kleine Bruder, dass dieser kleine Bruder im Brunnen fällt und dann ist er vollständig. Und dann kann er sich befreien von diesem Lebensart, was ihn eigentlich unglücklich macht. Das habe ich so oft gesagt. Ich glaube, das haben wir bei Kartenlegen auch immer wieder bei jeder Legung habe ich gesehen, dieser Lebensstil macht ihn nicht glücklich. Das bedrückt ihn. Das ist, er findet da sein Glück nicht. Das ist eher bedrückend für ihn. Und davon loszulassen und in andere Richtung gehen, Richtung Partnerschaft, das ist eigentlich den Weg. Auch im Karten habe ich das gesehen, dass genau das ihm glücklich macht. Und hier besteht die Lernaufgabe, die eine kleine Bruder in sich im Brunnen fallen zu lassen und zu sich selbst zu stehen und einen Neuanfang starten und einen neuen Lebensabschnitt zu starten. Und das ist die Ehepartnerschaft. Und da kommt die Ehre, die Reichtum, das Glück, weil das macht ihn glücklich. Und er hat diese Bedürfnis, weil das, was ihn befreit, weil da findet die Sicherheit, da findet die Stabilität. Aber nicht alle Frauen, Typ von Frauen eignen sich dazu, weil es findet ihn, er findet die meisten Frauen langweilig, er läuft davon. Sein Sonne im Löwe geht voran und hinterher sind die Venus, die Frauen. Er läuft davon. Er braucht eine andere Art von Frau, die kalte Feuer. Das, was ihn fasziniert, weil das öffnet den Tor zu seiner Ehe. Und so könnte ich das mal beschreiben. Was noch gerade bei diesem kleinen Bruder, großer Bruder, oder das ist so symbolisch gemeint, gerade im Zwilling ist auch wichtig zum Erwähnen, bei die Zwillinge sind zwei, Castor und Pollux. Castor
Vielleicht die Geschichte dazu, ja, dann verstehst du das besser. Es gab eine wunderschöne Frau, eine Königin, und sie heißt Leda. Die war die Königin von Sparta. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte die schöne Frauen. Problem war nun, dass Zeus war auch verheiratet mit Hera und Leda war auch verheiratet mit dem spartanischen König. Und Zeus eroberte Leda und Leda wurde schwanger. Und gleichzeitig wurde von ihrem Ehemann auch schwanger und gebar die Zwillinge. Die Mutter war gleiche bei den Zwillingen, das war Leda, und bei Kastor war die Papa, der Vater war der spartanische König, also menschlich. Und bei Pollux war der Vater Zeus, also göttlich. Und so gebar Leda die Zwillinge. Und der eine symbolisiert das Menschliche, die andere das Göttliche. Bis dann kam der Moment, dass die göttlichen Teil starb, weil wir sterben, wir sind sterblich und die Götter sind unsterblich. Also Kastor musste sterben. Und Pollux wollte seinen Zwillingsbruder nicht alleine da am Sterben sehen, sondern wollte bei seinem Zwillingsbruder bleiben. Und Pollux ging zu seinem Vater Zeus und sagte, ich möchte meinen Zwillingsbruder nicht alleine sterben lassen und ich bitte dich um die Sterblichkeit. Ich möchte mit meinem Bruder sterben. Und das hat Zeus so berührt, dass Zeus hat die beiden unsterblich gemacht und hat beide im Himmel gesetzt. Deswegen sind sie immer noch unzertrennlich zusammen. Kastor und Pollux. Aber hier geht's auch ein Teil absterben zu lassen. Und das hat eine ähnliche Aussage, was die Hyaden sagen, diese kleine Bruder, wo im Brunnen fällt und sie haben die Tränen. Und er muss auch ein Teil von sich absterben lassen, damit er vollständig sein kann. Das erzählen die Hyaden, auch wenn er mit ihm vielleicht erstmal denkt, da kommen die Tränen. Er hält fest in diesem Muster und das erzählen auch die tierkreiszeichnenden Zwillinge. So wird er vollständig, so wird die Zwillinge, dadurch wurden beide eine Einheit, beide unsterblich. So, liebe Veronique, so habe ich erklärt sein Horoskop, aber ich möchte noch etwas erklären über die Himmelsrichtungen, über die Energiefelder. Jeder Mensch hat ein Energiefeld und dieses Energiefeld hat eine Wichtigkeit, weil das ist unsere Anziehungskraft. Und das, was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an. Und wir selber verändern unserem Energiefeld, weil das von unserem Inneren kommt. Und das ist unserem Denken und unserem Fühlen. Das ist eine Einheit. Immer darauf achten, dass wir positiv denken, angstfrei leben, Zweifel überwinden, Schuldgefühl sowieso. Und dadurch ändert sich die Energiefeld, ändert sich die Verbindungen, die Umstände. Und das ist mal das Erste, dass man jedes selbst diese Verantwortung übernimmt, weil dadurch ändert sich schon die Lebenssituation, die Kontakte, die Verbindungen. Die Orte haben auch ein eigenes Energiefeld. Das haben wir auch gesprochen, dass du dieser Ort, wo du gerade lebst, das ist nicht ganz passend für dich, das ist nicht dein Ort, das ist nicht dein Energiefeld. Aber das lassen wir mal, das ist jetzt nicht das Thema. Sondern die Räumlichkeiten haben auch ein Energiefeld, auch Himmelsrichtungen. Du kannst jetzt nicht in seine Wohnung sein Energiefeld verändern, aber ich erkenne seinen Blockaden, gerade was die Sprache betrifft, weil du bist selbst damit auch betroffen. Wie kannst du in deiner Umgebung, in deiner Wohnung etwas dafür tun, dass zwischen euch beide die Kommunikation verbessert ist? Das ist jetzt nicht deine Störung, sondern seine Störung, aber du bist mit betroffen. Diese Störung,
die Sprache, die Kommunikation, was bei ihm ist, das befindet sich in südöstlichen Himmelsrichtung. Da ist seine Blockade. Es gibt einen goldenen Schnittpunkt, so nenne ich das mal, goldenen Schnittpunkt, wo du das entkraften kannst, harmonisieren kannst. Diese Blockade entsteht zwischen Merkur und Saturn. Zwischen Merkur und Saturn. Da ist die Blockade, was die Sprache betrifft. Das sind nicht deine Blockade, das sind seine Blockade. Wo seine Blockade liegt, die südöstlichen Himmelsrichtung. Du kannst in dein Haus, auch im südöstlichen Himmelsrichtung, zum Beispiel eine goldene Kerze anzünden, was dafür sorgt oder hilft, klärende Gespräche zu führen, damit es gelingt, euch diese klärende Gespräche zu führen im südöstlichen Himmelsrichtung. Dann harmonisierst du die Energiefelder zwischen euch beide, betrifft Thema Kommunikation. Die goldenen Schnittpunkt zwischen diesem Blockade befindet sich im 20 Grad Krebs. Und du kannst immer wieder mal eine Kerze anzünden oder aufschreiben, was du ihm sagen möchtest. Immer tagen, wenn Mond 20 Grad Krebs bewegt, weil dadurch harmonisierst die Energiefelder zwischen euch beide bezüglich Sprache. Weil da liegt das goldenen Schnittpunkt, 20 Grad Krebs. Himmelsrichtung ist Süd. Zum Beispiel, wenn in solchen Tagen, wenn Mond im Krebs ist, und es wird um 26. Februar sein und 25. März sein, 2018 selbstverständlich, dass du in diesen Tagen, wenn der Mond das aktiviert, diese goldenen Schnittpunkt, die Punkte der Harmonie, die harmonisierende Energie, schaust im südlichen Himmelsrichtung und entweder rufst ihn an oder schreibst ihn einen Brief oder wenn du mit ihm nicht sprechen möchtest, dann sprich du in dein Haus für dich das aus, was du sagen möchtest. Kommuniziere und wähl die Tag, wo das ausbalanciert, harmonisiert diese Spannung. Es kommt auch an, energetisch kommt es auch an oder denk an ihn, dass die Gefühle, über Gefühle sprechen können, dass die Kommunikation besser wird zwischen euch beiden. Himmelsrichtung ist Süd. Wenn Mond 20 Grad Krebs erreicht, das wird 26. Februar und 25. März sein. Und dann kannst du da auch was aufschreiben oder etwas sagen, was du ihm sagen möchtest. Also diese Tage könntest du auch als Ritual zum Beispiel machen, dass sich das verbessert. Es gibt ein Tor für die Ehe, für die Partnerschaft, man nennt es Deszendent, und da steht auch sein Mond. Hier hat er eine fließende Energie. Bei Sprache hat er eine blockierende Energie und bei Mond oder der Tor, die Ehe, hat eine fließende Energie. Da gibt's keine Blockade, das fließt bei ihm. Und diese fließende, schöne Energie, was seinen Gefühlen betrifft und der Tor, was zum Partnerschaft öffnet, zu der Ehe öffnet, befindet sich diese schöne Energie in westlichen Himmelsrichtung, also im Westen, im 6 Grad Stier. Und immer, wenn Mond in Stier ist, kannst auch eine rote Kerze anzünden, zum Beispiel, oder ein Duft der Liebe, die Duft der Rose, oder andere Düfte gibt auch. Da kannst du dich informieren in meinem Shop.
unter www.denderasusannamedici.com oder mich fragen. Ich kann dabei helfen, welche Kerzen oder welche Duftöl oder welche Räucherstäbe gerade. Oder wenn du auch ein Blumen hinstellst oder sein Foto hinstellst, da hast du auch schon mal was Schönes gemacht. Oder zündest eine Kerze an, eine rote Kerze. Oder hilft auch Rosenquarz, ist auch für die Liebe. Stell in westlichen Himmelsrichtung ein Rosenquarz, zünde eine Kerze an, immer wenn die Mond im Stier ist, weil dann kommt diese fließende Energie und das erreicht ihn auch, weil ihr beide seid miteinander verbunden. Und bei ihm kommt das im Fluss, dass er Zugang findet mehr zu seinen Gefühlen. Und das kannst du zum Beispiel machen am 21. Februar und am 20. März, aber in Abendstunde, weil dann befindet sich die Mond im Grenzbereich, also am 20. März nicht tagsüber, sondern mehr in Abendstunde. Er braucht auch Heilung, gerade wenn er Angst bekommt vor Neuanfang und wo diese Ängste er verspürt und hat seinen Blockaden und wo die Heilung braucht und diese Angst kommt von Vergangenheit, das ist alles rückläufig, das ist alte Karma. Dieser Schwachpunkt bei ihm, dieser Angstpunkt, ich nenne mal das Angstpunkt, befindet sich im nordwestlichen Himmelsrichtung. Und wenn Tierkreiszeichen im Widder ist, verspürt er mehr diese Ängste. Und da kannst du die Tage wählen, wenn Mond 13 Grad wieder bewegt, ihm eine Heilung zu bringen. Da mach ein Gebet oder denk an ihn oder schreibe was Schönes für ihn, weil genau in diesen Tagen, wenn die Mondbewegung ihm wieder ist, exakt wenn es 13 Grad wieder ist, dann verspürt die Ängste. Und da braucht er diese Heilung. Du kannst etwas in dein Haus machen, in nordwestlichen Himmelsrichtung, weil da befindet sich dieses Energiefeld. Nicht in dein Leben, jetzt trifft es nicht dein, es ist nicht dein Horoskop. Aber du kannst für ihn etwas tun, etwas harmonisieren, etwas in Ordnung zu bringen, eine Heilung bringen, dass er befreiter ist, dass er glücklich ist, dass ihr beide glücklich seid. Und da kannst du etwas machen, auch wieder ein Gebet oder eine weiße Kerze anzünden oder die Engel rufen oder ein Herz hinstellen in nordwestlichen Himmelsrichtung, wenn die Mond im Widder ist. Und das ist am 19. Februar und am 19. März. Und so kannst energetisch zum etwas harmonisieren. Und vielleicht kannst auch in Zukunft anderes mit ihm umgehen, weil du hast jetzt einen Einblick bekommen zu seiner Seele. Und das war diese Beratungsvideo. Liebe Veronique, ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.